So, hohohoho. Da sind wir wieder. Wir sind in der US Air Force Satellitenstation, haben gerade das Medaillon für Mary Abernathy besorgt und gucken uns jetzt hier erstmal das Terminal noch schnell an. Vielleicht können wir ja noch was basteln. Status Satellitenschüssel offline. Systemfehler, okay, also wir können es nicht zu online ändern. Datenstromstatus. Auch Systemfehler und Datenbanknetzwerk offline. Zugriff auf Datenbanknetzwerk nur für autorisierte Personen. Okay. Dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Gucken noch mal die Raider durch, die wir vorhin haben liegen lassen. Dann Stimpak, eine Knarre, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber beim Rest, nein, das lassen wir lieber mal weg. So, den Autosave noch überstanden. So, oh, hier haben wir noch was. Eine Chemkiste. Die machen wir mal auf. So, vielleicht. Nein. Auch nicht. Ganz leicht dann quasi so. Das hat gereicht. Sehr gut. So, Jet und Psycho. Aber wie gesagt, ich nehme halt eher nicht die Drogen. Okay, die Waffen nehmen wir halt mit, weil wir sie immer noch auseinandernehmen können. Wie sieht es mit unserer Beladung aus? Ja, gut. Allzu viel passt nicht mehr. So, ihn hatten wir schon soweit. Aber wir müssen ja den Gang nochmal lang, durch den wir eigentlich gekommen sind. Moment. Hier war der Ausgang. So, ihn. Kann man noch die Kronen gucken und die Patronen abnehmen? Und Stecherabzug. Nee, nehmen wir jetzt nicht mit. Wenn wir bloß noch drei haben und jetzt alleine das schon mitnehmen, dann wird es schon eng. Und ich tippe mal, wir haben ja. Oh, hier ist noch ein Blutsack, den nehmen wir mit. Wir haben ja diesen Schlüssel gefunden. Der geht bestimmt durch das Terminal gesperrt. hier. Okay, was haben wir denn hier? Tischventilator und so, die da wird zu viel wiegen. Schreibtisch. Wir arbeiten uns peu à peu durch den Raum. Das haben wir hier, Regierungsgrippe. Glühbirne. Handschellen. Ja, nehmen wir Handschellen. Warte, was hatten wir hier noch? Eine Golduhr. Eine Stange Zigaretten. Jetzt sind wir wieder überladen. Ich gucke jetzt einfach erstmal hier rum und entscheide dann, was ich ausmiste, weil hier gibt es wieder scheinbar auch richtig wertvolles Zeug. Oh! Patronen, das ist gut. Impro-Revolver, eine schnelle, kalibrierte Impro-Pistole. Na, Doggy. Jo, du bist ein. Ja, bist du ein guter Dogmeat. Okay, was haben wir hier in der Mitte? Eine Nuka-Cola. Noch eine. Zigarrenkiste. Die bringen halt bestimmt auch Geld. Oh, guck mal, was da links steht. Eine Mini-Atombombe. Die ist von der Waffe, die wir später dann finden. Den Fatman. Und das macht richtig Spaß. Oh, US-Handbuch für verdeckte Einsätze. FH5-10. Nett. Okay, du hast eine Ausgabe des US-Handbuchs für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Ja. Nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Gut, dass wir hier reingegangen sind. Wir gucken auch gleich mal bei den Perks, ob wir da jetzt ein Level gekriegt haben beim Schleichen. Nein. Aber wir sind trotzdem schwerer zu entdecken beim Schleichen. Spannend. Na gut. Dann machen wir mal hier weiter und gucken, wie gesagt, erstmal alles durch. Schachtelzigaretten, ja, nehmen wir mit. Ein Spüllappen, ja, den brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. So, safe, besser gesagt. Ja, was haben wir hier noch? Ein Seesack. Nehmen wir mit. Und den probieren wir auch noch aufzukriegen. Na, nein. Ja, hat funktioniert. Sehr, sehr gut. Und wieder Patronen. Patronen sind ja immer gut. Desto mehr wir haben, desto besser ist es. So, uns gibt noch Erfahrungspunkte. Dogmeat. Psst. Kann ich dir noch irgendwie was
geben. Armeehelm? Nee, du bist einfach zu schwer beladen. Wir gucken jetzt einfach mal durch. Wir sind da jetzt einfach mal Kapitalismus pur und gucken, was wenig wert ist und viel wiegt. Ja, 1 für 7 ist noch ganz okay. 1 für 15 ist noch besser. Das Abraxio-Putzmittel. Das ist halt. Ich weiß es nicht. Also ich sortiere jetzt einfach erstmal das Stahlzeug aus. Da wird es halt abgelegt. Also die rein nur einen Materialteil bieten. Ja. So ist es nämlich dann flexibler einsetzbar, wenn wir einfach Sachen haben, die auch mehrere Materialien anbieten. Stahl an sich behalte ich auch. Naja, das ist halt. Wir werden es ja halt doch brauchen. Superkleber behalten wir auch definitiv. Kleber brauchen wir bei fast so gut wie allen Waffenmods. Vorkriegsgeld ist Stoff drin. Zahnräder ist wichtig. Zigarrenkiste. Haben wir sonst noch was? Die Mods wiegen halt auch was. Wir müssen halt 20 Punkte loskriegen. Das ist halt eine gehörige Menge. Ich befürchte fast, da müssen wir wirklich doch an die Waffen rangehen. Die Minigun bringt halt ordentlich Teile, die würde ich ungern loswerden. Springmesser, ja komm, werden wir los. Den scharfen Schlag behalten wir. Die kalibrierte Impro-Pistole. Dann lieber die normalen Waffen, also die normalen Impro-Waffen. Die sind sowieso geldmäßig nicht so weit vorne dabei. Und gehen trotzdem ins Gewicht. Also das ist schon in Ordnung. Dann doppelläufige Schrotflinte. Ja, komm, schnelle Impro-Pistole tun wir auch noch weg. Wir können ja dann auch ein bisschen was eintauschen. So, haben wir hier noch irgendwas? Das Militärapparat will ich eigentlich behalten, weil ich es alleine schon cool finde. Das Wunderhalsband, komm, weg damit. Und ein Armeehelm. Tun wir auch noch weg. Und mal gucken, vielleicht können wir auch noch was essen. Einfach mal den Coca-Cola trinken oder so. Und wenn die einwiegt, dann ist das ja auch okay. Coca-Cola. Genau. Dann hauen wir uns die jetzt rein. Wiegt auch ein. Und wir können wieder uns normal bewegen. Wir können auch wieder aufstehen. Ist jetzt egal. Wir sammeln jetzt auch nichts ein. Wir werden jetzt gleich direkt zur Abernethy-Farm zurückkehren. Wenn hier draußen nicht noch irgendwo Räder auf uns warten sollten, die damit unsere Schnellreise unterbinden. Die Serie X01 der Power-Rüstung wurde nach dem Großen Krieg von verbliebenen Mitgliedern einer geheimen Vorkriegsorganisation entwickelt und eingesetzt. Sie bietet gegenüber den älteren Vorkriegsmodellen erheblich verbesserten Schutz. Okay, ich hatte ja schon mal die Enklave kurz angesprochen. Das ist eine Enklave-Rüstung. Also schon was ziemlich Besonderes. Ich bin mal gespannt, ob sie hier auftauchen. Ich kann es, ich vermute es fast. Aber wir werden uns überraschen lassen. Okay, eine Rüstungswerkbank. Ja, Rüstung haben wir ja soweit abgelegt. Also da ist auch jetzt nichts groß, was wir hier verbessern können sollten oder wie auch immer. Okay, es wird gerade wieder morgen und wir reisen erstmal. Nein, wir reisen erstmal zur Abernethy Farm. Die ist nämlich hier und da reisen wir auch hin. Ja, wir sind schon direkt auf dem Weg. Im Kampf verlässt sich das Polizeimodell des Protektron auf starke Nahkampfangriffe und schmerzhafte Elektroschocks. Okay, die werden wir dann bestimmt noch öfter im Spiel sehen. Das ist so einer der Standardroboter, so wie Cotsworth ein Mr. Guzzi ist, oder ein Bauer von Mr. Guzzi ist der Protektron auch so ein Multifunktionsroboter. So, aber erstmal zu den Abernethys, zu Blake. Hast du das Medaillon schon gefunden? Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Ich bin sicher, sie wird ihre Preise senken nach allem, was du getan hast. Und du kannst gerne unsere Werkstatt benutzen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Sehr, sehr schön. Level Up haben wir auch gekriegt. Und wir gehen jetzt gleich mal zu Conny. Da können wir nämlich gleich mal Zeug ver... Also, nee, erstmal gehen wir zur Werkbank. So, wir haben Level 8 erreicht. Die Katze hat gerade gemiert. So, und wir gucken erstmal... Achso, das ist eine Werkstatt. Wir haben jetzt quasi hier auch eine Workshop,
Basis, wo wir auch dann Let's Builds machen können. Machen wir jetzt nicht. Aber ihr wisst, was da quasi auf euch zukommt. Also wir haben hier da ein komplettes eigenes Spiel im Spiel dazu gewonnen. Und das werden wir auch als solches nutzen. So, wo ist denn die Conny? Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Das ist die Lucy. Das ist die Conny. Hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. So. Ich weiß, das ist nicht viel. Aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Na doch, komm. Gut. Wir sehen schon etwas lächerlich aus, wenn wir ehrlich sind. Ja, die Mini kann nehmen wir auseinander, hat man ja schon gesagt. Die Molotovs verkaufe ich. Ich glaube, das lohnt sich nicht so, die zu behalten. Da ich eh nicht so auf Sprengstoff stehe, die Splitterminen, ja, versetzen wir auch. Die nehmen wir alle auseinander. Das Militärbarett behalte ich lieber nochmal. Und hier gucken wir mal. Bier verkaufen wir. Die Drogen, die. Da suchen wir uns mal eine Campbank und basteln uns da was Lustiges Neues zusammen. Das geht nämlich auch. Die Vortec Lunchboxen können wir ja, nachdem sie leer sind, verkaufen. Den Schrott behalten wir. Die Standard, also die Sachen, die wir schon gebaut haben, die behalten wir auch erstmal, die Mods. Die tun wir irgendwo anders rein. Abbrechen, was haben wir noch? Munition. Ja, behalten wir definitiv. Ja, da war es eigentlich schon. Wir gucken nochmal, was Conny so hat. Hilfsmittel, diverses Vortec Lunchbox, Schrott, Patronen. Ja, ist in Ordnung. Wir nehmen das erstmal so an. Gibt es nochmal 110 Kronkorken dazu. Und wir reisen jetzt erstmal wieder nach Sanctuary. Wir haben ja einiges gefunden. Das heißt, es wird jetzt wieder schön gecraftet werden und so weiter und so fort. Da werden wir bestimmt ein paar kleine Upgrades oder größere Upgrades sogar hinkriegen. So, who goes there? Für jedes von dir gesammelte US-Handbuch für verdeckte Einsätze erhältst du im Skill Infiltration einen zusätzlichen Rang, der deine Chance auf Schleichen leicht erhöht. Okay, das ist ja schon mal cool. Aber es wird gar nicht hinterlegt, dass wir den Rang quasi haben. Okay, das ist schon mal was anderes. Interessant. Aber wir gucken erstmal. So, Waffenwerkbank. Es wird Zeit, erstmal wieder Sachen auseinanderzunehmen. So, hier Zahnräder, Stahl, Schrauben, Federn gibt es dafür. Das lohnt sich doch. Ja, das Impro-Gewehr nehmen wir auseinander. Die behalten wir. Die werden wir noch schön modden. Da geht bestimmt was. Dann können wir die auseinandernehmen, weil wir haben ja die große. Die behalten wir, den Schlagring behalten wir. Die kann weg. So, und dann schauen wir mal, ob wir am Schlagring zum Beispiel noch was machen können. Ne, da brauchen wir dann schon die Schmiedeskills. Für die 44er schauen wir mal. Ja, oh, da brauchen wir nukleares Material, um die aufbohren zu können. Hier brauchen wir Kristall, nukleares Material. Okay, warum brauchen wir denn für die 40er nukleares Material? Oh, Standardlauf. Höhere Reichweite, höhere Präzision, ein bisschen mehr Gewicht, aber auch dafür mehr Wert. Grundsätzlich sehr reizvoll, merke ich mal vor. Standardgriff oder Komfortgriff, noch mehr Präzision. Ja, werden wir bestimmt auch machen. Und Kurzreichweite, Zielfernrohr, noch mehr Präzision, noch mehr Gewicht. Ja, komm, hauen wir alles drauf. Dann Komfortgriff, bumm. Stummellauf wird zum Standardlauf. Und zum Standardlauf, genau, das wollten wir ja machen. Und Standardverschluss bleibt Standardverschluss. Das war es erstmal für die Folge. Ich bleibe noch ein bisschen an der Werkbank und ihr könnt mir beim nächsten Mal gleich wieder dabei zugucken. Auf Wiedertschüss, bis denn dann.